Ich wusste, dass die Allianz auf Odessen gedeihen würde, aber ich hatte nicht erwartet, dass sich dieser Ort so sehr nach Zuhause anfühlen würde. Ihr solltet stolz auf das sein, was ihr hier erschaffen habt und auf die Verbündeten, die ihr gefunden habt. Unsere Siege hatten einen hohen Preis. Das haben sie immer. Die Allianz ist immer noch eine gewaltige Macht, aber wir sind nicht stark genug, um es mit der Republik oder dem Imperium aufzunehmen. Leider ist ein Kampf unvermeidlich. Es gibt Auseinandersetzungen im wilden Raum, Unruhen auf Quesh. Ein galaktischer Krieg steht unmittelbar bevor. Wir können es uns nicht leisten, neutral zu bleiben. Wenn die Allianz überleben soll, müssen wir uns mit der Republik oder dem Imperium verbünden. Wie auch immer ihr euch entscheidet, wir werden euch folgen. Ihr würdet Befehle der Republik befolgen? Ihr gebt die Befehle wie immer. Ich erledige meine Aufgabe, wie ich es für richtig erachte. Wen wollt ihr also unterstützen? Die Republik oder das Imperium? Die Republik hat mich überzeugt. Natürlich. Als ehemaliger Held des Imperiums könntet ihr es ganz leicht von innen heraus sabotieren. Es ist unwahrscheinlich, dass ihr offen gegen das Imperium vorgeht. Aber könnt ihr damit leben, eure ehemaligen Verbündeten zu verraten? Sie zu töten? Ich unterstütze euch in jedem Fall, also überlegt es euch gut. Das Imperium ist meine Vergangenheit, aber die Republik ist meine Zukunft. Natürlich. Der republikanische SID versucht schon seit Jahren, euch zu rekrutieren. Aber ich habe sie immer abgewiesen. Ich kontaktiere sie in Kürze. Sie werden sich schon bald melden. Der koreanische Sektor wird euch gefallen. Der beste Sternenhagel auf ganz nach Shaddaa. Die erste Runde geht auf mich. Ihr habt es endlich geschafft. Noch einen Drink für mich, K3. Warte. Lieber gleich zwei. Na, wenn das nicht mein Verräterfreund ist. Willkommen zur Party. Danke, aber ich möchte lieber als Verbündeter der Republik bezeichnet werden. Ihr könnt jederzeit mein Verbündeter sein. Jonas Balka, republikanischer SID. Ich kann nachvollziehen, wieso ihr euch von den Imperialen abgewandt habt, aber es war schon ein wenig überraschend. Wenn es nach mir ginge, würden wir euch mit offenen Armen willkommen heißen. Leider müsst ihr weiterhin so tun, als würdet ihr das Imperium unterstützen. Es muss einen anderen Weg geben. Ich kann das Imperium nicht ausstehen. Stellt euch doch nur mal den ganzen Schaden vor, den ihr anrichten könntet. Ihr seid ihr größter Held. Euch würden sie nie verdächtigen. Angesichts des aufziehenden Krieges benötigen die Imperialen verzweifelt medizinische Vorräte, Treibstoff und Rohstoffe. Wir müssen nur schneller sein als sie. Wenn ihr schon mal dabei seid, könnt ihr auch ein paar abfällige Bemerkungen über das Imperium machen. Bei einem Gesicht wie dem euren werden die Imperialen an euren Lippen hängen. Ressourcen stehlen und die Moral drücken. Ganz einfach. Scharfsinnig und modebewusst. Ihr wisst, wie man das Herz eines Mannes gewinnt. Die Spannungen auf Ossus nehmen zu. Mit Hilfe eurer Allianz könnte die Republik die Oberhand gewinnen. Wir arbeiten immer noch an den Details. Ich melde mich, sobald ihr wieder auf Odessen seid. Dieses Treffen bleibt unser kleines Geheimnis. K3! Perfektes Timing! Der hier ist für dich. Mein Freund hier wollte gerade gehen. Man sieht sich, Commander. Seid gegrüßt, Commander. Es ist schon viel zu lange her. Moff Byron, seid ihr das? Ich hatte gehört, ihr wärt im Outer Rim verschollen. In der Tat. Ich fürchte, dass ich in eurer Abwesenheit von Kaiserin Asina persönlich damit beauftragt wurde, die Auslöscherflotte für eine Geheimoperation einzusetzen. Klingt spannend. Erzählt mir doch mehr darüber. Den Wunsch kann ich euch hoffentlich in Zukunft erfüllen. Vielleicht schon bald. Eine Situation hat sich entwickelt,
von der ich glaube, dass sie eine Gelegenheit bietet, das Bündnis zwischen dem Imperium und eurer Allianz zu stärken. Auf der alten Jedi-Welt Ossus ist derzeit ein kleiner imperialer Stoßtrupp in eine Geheimoperation verwickelt. Ich hoffe, dass ihr sie unterstützen könnt. Was für eine Art von Unterstützung? Die Operation wird von einem jüngeren Mitglied des Rats der Sith geleitet. Darth Malora, der Leiterin der Wissenschaftsforschung. Obwohl Malora brillant ist, ähnlich wie Kaiserin Asena selbst, ist sie bei weitem nicht so geduldig wie unsere ehemalige Herrscherin, wenn es um militärische Operationen geht. Laut Plan sollte Malora ihr Ziel schon längst erfüllt haben. Unter diesem Leistungsdruck wird sie wahrscheinlich einfach ihre Truppen frontal auf das Problem hetzen und jegliche Strategie außer Acht lassen. Meine besten Infanteristen, der Rabentrupp, nehmen an der Operation teil. Es wäre ein großer Verlust für das Imperium, wenn ihr Leben verschwendet werden würde. Malora, ich glaube, ich hatte schon mal auf Korriban mit ihr zu tun. Vor langer Zeit. Ah, gut. Dann seid ihr bereits einen Schritt weiter. Ich habe ihr geholfen, die Autorität ihres Vorgesetzten zu untergraben. Ich kann mich nicht entsinnen, dass sie diese Schuld je bezahlt hat. Dann wäre das jetzt die ideale Gelegenheit, sie daran zu erinnern. Als ein Mitglied des Rats der Sith entzieht sich Malora meinem Einfluss. Aber jemand wie ihr, ein Außenseiter, dessen Loyalität hoch geschätzt wird, ihr könntet vieles erreichen, das mir verwehrt bleibt. Ich kann mir die Situation genauer ansehen. Wie lautet die Mission des Stoßtrupps auf Ossus? Die Jedi haben auf dem Planeten eine geheime Kolonie gegründet. Wir glauben, dass sie dort trainieren und sich auf den Krieg vorbereiten. Die Truppenstärken der Jedi sind jetzt schon gering. Diesen Trainingskomplex zu zerstören, würde unseren Vorteil enorm ausbauen, wenn der Krieg richtig ausbricht. Das klingt doch recht unkompliziert. Wieso seid ihr so sicher, dass Darth Malora versagen wird? Ich glaube nicht, dass sie versagen wird. Ihre Stärke stelle ich nicht in Frage, nur halte ich den Preis dieses Sieges für beängstigend. Ich schicke euch alle verfügbaren Daten zu Malora und der Operation. Eure Unterstützung wird zweifellos den Erfolg der Operation garantieren. Ich bin sicher, dass Imperator Wofron das zu schätzen wissen wird. Vielen Dank für eure Zeit, Commander. Ich freue mich schon auf Nachrichten von eurem Triumph. Ruhm dem Imperium! Das werden wir sehen, Moff. Ich würde empfehlen, dass ihr allein nach Ossus reist. Wir wollen doch nicht, dass Malora und ihre Truppen das als Machtdemonstration betrachten oder sie mit unerwarteten Verbündeten verwirren. Übersetzung. Nehmt nicht den ehemaligen Spion der Republik oder sonst jemanden mit, den sie sofort erschießen würden. Der erste Eindruck zählt nun mal. Ha, geht es schon wieder um die Frisur? Ich sorge dafür, dass eine Fähre für euch bereitgestellt wird. Möge die Macht euch stets dienen, Commander. Keine plötzlichen Bewegungen, wenn ich bitten darf. Ich bin hier, um zu helfen. Tatsächlich? Auf persönlichen Wunsch von Moff Pyron. Nun, das ändert die Sachlage. Ihr kommt mir bekannt vor. Irgendwie. Haben wir schon einmal zusammengearbeitet? Dieser Aufruhr ist unerträglich. Ich versuche, mich zu konzentrieren. Was ist hier los? Ihr... Ich hätte wissen müssen, dass ein so ruhmsüchtiger Hund wie ihr früher oder später mitten in meinen größten Erfolg platzen würde. Was hat die Allianz hier zu suchen, Commander? Es ist offensichtlich, dass ihr seit unserer letzten Begegnung gewachsen seid. Wie lange ist es her?
junger Akolyt, der meine Experimente sehen möchte. Das freut mich. Ich hoffe, der Anblick eines besudelten Operationstischs macht euch nichts aus. Der Weg zur Macht ist nichts für Heulsusen. Ha. Genauso war ich auch in eurem Alter. Das hier war einmal ein Tokata. Das sind die hundeähnlichen Kreaturen, die in den Gräbern von Korriban hausen. Sieht äußerlich nach nichts Besonderem aus. Nur ich kann sehen, dass dieses Geschöpf ein Ausdruck purer Energie der dunklen Seite ist, die hier Gestalt erlangt. Erstaunlich. Und wie habt ihr das festgestellt? Die Macht hat es mir mitgeteilt. Sie spricht zu mir. Die Macht ist lebendig. Sie drückt ihren Willen in der physischen Welt aus. Dieser Tukata war eine Form davon. Sind wir auch so eine Form? Sith verkörpern die höchste Erscheinungsform des Willens der Macht. Ich habe hunderte von Tukatas seziert und dadurch eine direkte Verbindung zur dunklen Seite geschaffen. Jedes Tier, das ich untersuche, bringt mich dem vollkommenen Einssein noch näher. Ich stehe kurz vor einem großen Durchbruch und jetzt geht es nicht weiter. Mein wichtigstes Exemplar, ein mutierter Tukata, ist in die Gräber entkommen, bevor ich ihn analysieren konnte. Vielleicht könnte ich euch helfen, das Exemplar wieder zu beschaffen. Ja, das hatte ich gehofft. Meine Schülerin Malora hat gesehen, in welches Grab das Tier geflohen ist. Fragt sie danach. Helft mir und ihr werdet belohnt. Warum sendet ihr nicht eure Schülerin aus, um das Biest zu fangen? Das Labor liegt ihr mehr als die Gräber. Ich fürchte, sie besitzt nicht euren Schneid. Fragt Malora, wo ihr nach dem Tukata suchen müsst, und kehrt dann mit seinem Hirn zu mir zurück. Der Lord Rennings vermisst das Haustier. Ihr verschwendet eure Zeit. Seine Forschung führt zu nichts. Ihr seid wohl keine besonders ergebene Schülerin. Er ist nur dem Namen nach mein Meister. Er kann niemandem etwas über die dunkle Seite der Macht beibringen. Renning hat es geschafft, dem Rat der Sith einzureden, dass er das Wissen der Sith erweitert. In Wirklichkeit verplempert er Zeit und Ressourcen des Imperiums damit, dass er geistlose Tiere seziert. Aber wenn seine Experimente in Verruf kämen, würde er verbannt. Und ich würde belohnt. Was bringt es, mir davon zu erzählen? Es braucht nur eine winzige Änderung am Hirn des mutierten Tukata. Und schon kann ich meinen Meister als Scharlatan entlarven. Bringt mir das Hirn, bevor ihr es Lord Renning übergebt. Und ihr werdet es nicht bereuen. Mal sehen, ob ich Zeit habe. Auf diese Weise bekommt ihr eine Belohnung vom Meister und eine von seiner Schülerin. Das klingt doch gut, oder? Der mutierte Tukata ist ins Grab von Marka Ragnos entkommen. Man erkennt ihn leicht daran, dass er größer ist als die anderen. Bringt mir das Hirn, bevor ihr damit zu Lord Renning geht. Dann kümmere ich mich um den Rest. Hirn des mutierten Tukata schon gefunden? Ich möchte das Geschäft, das wir besprochen haben, gern zu Ende bringen. Ich hab's bei mir. Ausgezeichnet. Diese Chemikalie lässt es so aussehen, als würde Renning seine Ergebnisse fälschen. Na bitte. Jetzt muss ich nur noch die richtigen Worte in die falschen Ohren flüstern. Ich transferiere jetzt die Credits auf euer Konto. Gebt Renning das Hirn und holt euch auch von ihm die Belohnung. Läuft doch prima für euch. Kann ich euren Machenschaften sonst noch irgendwie förderlich sein? Ihr seid äußerst hilfreich gewesen. Ein andermal vielleicht. Man sollte uns nicht mehr zusammen sehen. Lord Renning könnte Verdacht schöpfen. Gebt ihm das Hirn. Endlich bringt ihr mir das Hirn. Das habt ihr gut gemacht. Es war doch sicher nicht schwer, oder? Dieses Geschöpf hatte meiner Macht nichts entgegenzusetzen. Natürlich nicht. Schließlich seid ihr ebenfalls ein Ausdruck des Willens der dunklen Seite. Ich muss meine Forschung sofort wieder aufnehmen. Große Entdeckungen harren meiner. Nehmt eure Belohnung und geht. Denkt daran, wer euch zu diesem Triumph verholfen hat. Ja, ja, ihr könnt jetzt aufhören zu reden. Lebt wohl. Wenn ihr hierher gekommen seid, um eine alte Schuld einzufordern, werdet ihr schwer enttäuscht sein. Das ist meine Operation.
Ich werde dafür sorgen, dass sie auf meine Weise durchgeführt wird. Und wenn ihr unbedingt euren Beitrag leisten müsst, bin ich sicher, dass der Major eure Hilfe bei irgendwas gebrauchen kann. Was auch immer ihr tut, macht es leise. Ich muss mich auf meine Schöpfungen konzentrieren. Ihre Schöpfungen werden uns genauso schnell umbringen wie die Jedi, Idiotin. Ich bin geneigt, sie zu töten, bevor wir überhaupt anfangen. Vielleicht könntet ihr mit so etwas davonkommen, aber wenn ein Mitglied des Rats der Sith während meiner Schicht getötet wird, kann ich meinen Kopf auch gleich auf einen Hackklotz legen. Knien wir uns rein, okay? Ziel ist es, die Kolonie der Republik zu zerstören und alle Jedi auszuschalten, die wir finden können. Unsere Truppen können jederzeit loslegen. Will unsere Sith-Eminenz, dass wir das tun? Oder hält sie uns alle zurück, während sie an ihrem kleinen Wissenschaftsprojekt arbeitet? Wissenschaftsprojekt? Geonosianer. Mutierte, turbogeladene, verrückte Geonosianer. Sie sind Mörder, damit hat sie recht. Ihnen ist es einfach egal, wen sie töten, ob Imperiale oder Republikaner. Die verwandten Spinner haben einen meiner Jungs, Brox, erwischt, als er auf Patrouille war. Wir haben den Kontakt verloren und er ist nicht mehr zurückgekehrt. Ob tot oder lebendig, seine Ausrüstung enthält Informationen, die unsere Position verraten könnten. Das kann ich nicht riskieren. War gerade dabei, nach ihm zu suchen. Wollt ihr mir helfen? Klingt besser, als hier zu bleiben. Klar, warum nicht? Das ist toll. Nur eine Sache, bevor wir gehen. Ihr werdet uns nicht in den Rücken fallen wie Asina auf Iokat, oder? Ich muss wissen, dass ihr diesmal nicht die Republik unterstützt. Asina verriet mein Vertrauen. Und ich tat, was ich tun musste. Behaltet das im Hinterkopf, Major. Ich will einfach nur dafür sorgen, dass meinen Leuten nichts passiert. Wir können jederzeit los, Commander. Jäger in die Nähe des republikanischen Luftraums kommen, sind sie erledigt. Erzählt mir vom neuen Rat des Sith. Er funktioniert mehr oder weniger genauso wie früher, nur mit weniger Sitzen. Die 12 Organisationen wurden zu 5 zusammengeführt. Und ich habe in jede einen Sith an die Spitze gesetzt. Sie kümmern sich um die alltäglichen Dinge und erstatten Imperator Wafron Bericht. Tatsächlich läuft es seit der Reform ziemlich stabil. Sie sind nicht alle so eigenwillig wie Malora, und es gibt ein paar gute Köpfe darunter. Krovos zum Beispiel. Euer alter Sitz wurde in die Pyramide der Sith-Doktrin eingegliedert. Darth Anatel hat dort das Sagen, ich habe ihn aber nie getroffen. Ich werde dafür sorgen, dass wir uns bald begegnen. Darauf wette ich. Okay, hier gibt es nichts. Ziehen wir weiter. Was haltet ihr vom Imperator Wafron? Ein bisschen redselig für meinen Geschmack. Aber er ist schon lange dabei. Und Sith sterben früh, wenn sie nicht das eine oder andere Ass im Ärmel haben. Immer noch ein bisschen schwer zu glauben, dass uns der alte Imperator alle essen wollte. Dafür schulden wir euch wohl was. Also, danke, dass ihr die Galaxis und alle, die ich je geliebt habe, gerettet habt. Na, jedenfalls orte ich nichts auf dem Scanner. Wir können weiterziehen. Sind nicht-menschliche Offiziere im Militär jetzt normal? Wir sind auf einem guten Weg. Ich bin die Erste mit einem solchen Rang, aber es kommen täglich neue Anwärter. Ich hatte auch einen kleinen Vorsprung. Als ich noch Sklavin war, leitete ich die Operationen für meinen alten Meister. Das hat seine eigentlichen Truppen ziemlich wütend gemacht. Er war Colonel in der Infanterie, Sondereinsatzkräfte. Bei jeder seiner Missionen schnitt ich besser ab als all seine tollen Offiziere.
Als sie die Regeln änderten, bekam ich sofort eine Beförderung. Was ist mit deinem Meister passiert? Der alte Slimo ist gestorben. Auf Nimmerwiedersehen. Ich orte hier rein gar nichts. Ziehen wir weiter. Ich sollte die Allianz kontaktieren. Unsere Truppen könnten die Sache in wenigen Stunden beenden. Das würden sie sicher. Aber wir können keine Fernkommunikation riskieren. Die Jedi könnten es abfangen. Wenn sie von dem Plan erfahren, würden sie ihre Koffer packen und wir könnten keinen echten Schaden mehr anrichten. So schön es wäre, mal einen richtigen Angriffstrupp zu sehen. Mir wurde gesagt, der Krieg mit Sakul sei sehr kostspielig gewesen. Wie ist der Status des imperialen Militärs? Wir haben lange nicht die Truppenstärke wie früher. Es gibt einfach nicht genug Ressourcen und Nahrung, um das zu bewerkstelligen. Aber wir sind der Republik ein paar Schritte voraus. Dafür können wir Asina danken. Sie hat es geschafft, eine Menge Kriegsschiffe wieder aufzubauen, ohne dass es Sakul mitkriegt. Das hat Moff Pyron also im Schilde geführt. Das müsst ihr ihn selbst fragen. Verdammt. Immer noch nichts. Ich habe eine Idee. Malora verfrachtete die erste Mutantenwelle auf eine Fähre und plante, sie in der Nähe der Kolonie abzusetzen. Aber sie brachen aus und die Fähre stürzte ab. War eigentlich klar. Die Absturzstelle ist ganz in der Nähe. Wenn wir die Sensoren der Kiste wieder zum Laufen bringen, könnten wir ein viel größeres Gebiet durchsuchen. Hier ist es. Die Hintergrundstrahlung bringt den Scanner völlig durcheinander. Das könnte ein paar Minuten dauern. Ein paar sehr spannende Minuten, augenscheinlich. Sollen Sie kommen? Ein paar nette Tricks auf Lager. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Geonosianer das sind, was Malora denkt. Ich würde gerne sehen, wie ihr ihr die Meinung sagt. Mal sehen. Okay, ich hab ihn. Das ist Brox. Na los, lasst uns keine Zeit verlieren. Brox, ich habe überall nach euch gesucht. Es tut mir leid, Boss. Das war ein turbulenter Tag. Und es scheint, dass er noch nicht vorbei ist. Noch mehr Geonosianer. Bereit, wenn ihr es seid. Thank you.
Immer noch in einem Stück, Sergeant? Nicht ganz, Major, aber fast. Ich danke euch beiden für die Rettung. Verzeihung, es war ein langer Tag. Aber seid ihr derjenige, für den ich euch halte? Oh, der kleine Broxy glaubt, er würde die Rettung durch eine Berühmtheit nicht verdienen. Was für ein seltsamer Tag. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen, Commander. Morph Pyron hatte Angst, dass das Potenzial eurer Truppe verschwendet wird oder dass ihr durch Maloras Inkompetenz getötet werdet. Er hatte recht. Wir haben nur Glück, dass ihre Mutanten nicht mit einem Trio von echten Kämpfern mithalten können, was? Broxy ist mein vielleicht bester Speer. Ohne ihn wären wir in einem echten Schlamassel. Hey, vielleicht? Dann beeindruckt mich doch mal. Nun, ich hab da tatsächlich was. Wisst ihr etwas über einen getarnten Versorgungsflug, der heute reinkommen soll? Es wurde keiner angekündigt. Habt ihr einen gesehen? Ja, habe ich. Ist ganz in der Nähe gelandet. Ich war auf dem Weg dorthin, um mir das anzusehen, als mich die Käfer erwischt haben. Das Einzige, was ihr euch heute noch ansieht, ist ein Bacta-Tank. Wir kümmern uns um die Abwurfstelle. Bereit für ein bisschen Action, Commander? Welche Art von Vorräten erwartet ihr? Ich erwarte gar keine. Es ist wahrscheinlich mehr Laborspielzeug für Malora. Aber vielleicht haben wir Glück. Ich hätte nichts gegen neue Ausrüstung. So oder so, wir sollten den Kram finden, bevor die Jedi es tun. Eure Mitfahrgelegenheit ist auf dem Weg, Brux. Wir sehen uns dann im Lager. Vielen Dank. Ich hätte nie erwartet, hier produktive Farmen zu finden. Ich frage mich, wie sie es schaffen, etwas in so einem schlechten Boden anzubauen. Ich hätte euch nicht für eine Farmerin gehalten. Eher eine Gärtnerin. Hauptsächlich beschäftige ich mich mit Blumen. Ihr macht wohl Witze. Behaltet euer sonniges Gemüt und ich schicke euch vielleicht ein paar. Ich frage mich, wo sie Bodenrückgewinner gefunden haben, die das hier bewältigen konnten. Die Jedi müssen ein paar Ingenieure mitgebracht haben. Wir hatten in diesem Sektor einige merkwürdige Berichte. Sichtungen eines ungewöhnlich großen Humanoiden. Sogar ein Sith ist hier verschollen. Zum Glück gehörte er nicht zu Maloras Liebling, sonst hätten wir der Sache nachgehen müssen. So oder so, wir sollten die Augen offen halten. Ich empfange hier eine Menge Funkverkehr auf den Jedi-Kanälen. Sieht so aus, als käme es von der anderen Seite der Farm. Lasst uns dort mal nachsehen. Es gibt eine Präsenz in der Nähe. Sie ist seltsam vertraut. Sollte ich mir Sorgen machen? Nein, Major. Geht schon mal vor. Ich komme gleich nach. In alai matai gas win pidal pi matai ulpas in alai us polanai. Ihr hattet schon immer einen großen Appetit. Sina galau beinai werpains japar in abelab. In Pamelhab Fralet Forte Fuima Alaisos Gaskaf Thais. In Bisose Waitais Bila Presen Kretai. In Bise Ewanata Atragata Injais. Elion Dandans Atense Lapto. Iswis Dudalai Lotais Waheisen. Eure Freiheit ist wohl verdient. Dagaai wisandans ni namans vor isis bi jandans amin. Wair paba fraujens in alama patai galakai in alama amainai. Usatida sin fara alaim jaal in ima jahaban iten. Ich bin stark genug, um Sech zu besiegen. Sie ist auf Natema umgekommen. Und sie wird euch nie wieder heimsuchen.
Jawais from Bama Daga, I house the didem, nevely ladem. Daga I we sandans, ni namans for isis be jandans amin. Elion dandans, atense lapto, iswis du delai, lotais wahaisen. Könnt ihr sie öffnen? Sieht nicht so aus. Mein Autorisierungscode wird nicht reichen. Wir brauchen den von Malora. Apropos, wir sollten sie davon überzeugen, dass wir uns die Farmdaten der Jedi schnappen. Wenn die Jedi es schaffen, hier Nahrung anzubauen, schaffen sie es überall. Wir schnappen uns ihre Daten und löschen ihre Computer, um ihnen ein Schnippchen zu schlagen. Damit bauen wir dann mehr Nahrung an, versorgen mehr Soldaten, gewinnen mehr Schlachten. Ein riesiger Vorteil. Unsere Mission ist es, die Jedi auszulöschen. Wenn wir das vergessen oder den Fokus verlieren, setzen wir diese Operation aufs Spiel. Die sprichwörtlichen Bäume statt dem Wald. Wie ihr meint, Commander. Rufen wir einen Gleiter und bringen dieses Ding zum Lager zurück. Ich habe keinen Vorratsabwurf angefordert. Das gefällt mir nicht. Kein bisschen. Es ist ein Trick. Eine weitere Ablenkung. Von einem Rivalen geschickt, der versucht, die Operation zu untergraben. Ich werde nicht darauf reinfallen. Ihr seid also nicht nur dumm, sondern auch paranoid? Nur Narren gehen davon aus, dass sie niemand tot sehen will. Nein, nein, niemand wird diese Kapsel öffnen. Niemand wird diese Kapsel anfassen. Die Operation läuft bereits. Eure Supersoldaten sind außer Kontrolle. Ein kleiner Rückschlag, den ich bereits bewältigt habe. Ich habe ein mutables Virus erschaffen, das die Geruchsmembranen und Nebennierenrinden der Geonosianer verändert und sie anfällig für Pheromoninterventionen macht.
Wir müssen nur die geonosianische Königin und ihre 6 Brutpartner mit meinen eigenen Virenstämmen infizieren. Sie verbreiten das Virus dann auf alle anderen. Natürlich wird es eine echte Herausforderung, in die Gemächer der Königin einzudringen. Ein Himmelfahrtskommando, wenn nicht ihre 3 Leibwächter zuerst getötet werden. Nein! Unmöglich! Ihr seid tot! Ich bin Darth Malgus. Ich spreche mit der uneingeschränkten Autorität des Sith-Imperiums und ich habe jetzt das Kommando. Ihr. Ich hatte nicht erwartet, dass ihr an dieser Operation teilnehmt. Ich vertraue darauf, dass wir dasselbe Ziel haben. Die vollständige Ausrottung aller Jedi auf diesem Planeten. Ich denke, diese Operation wäre besser dran, wenn ich sie leiten würde. Die sind imperiale Truppen, die in einer imperialen Basis stationiert sind. Sie unterstehen nicht eurem Kommando. Es wurde bereits zu viel Zeit verschwendet. Wir beginnen damit, unseren Feind zu blenden und zum Schweigen zu bringen. Wer ist der ranghöchste Militäroffizier? Ich, mein Sith Lord, Major Anri. Alle Kommunikationswege und Sensoren der Jedi müssen gestört werden, bevor wir angreifen. Nehmt so viele Soldaten, wie ihr braucht, um diese Aufgabe zu erfüllen. Ich brauche nur eine Person, um diesen Job zu erledigen. Commander, wärt ihr so freundlich? Ich würde gerne etwas Nützliches tun, damit sich Malgus ganz auf sein Herumstolzieren konzentrieren kann. Ich werde die Fortschritte überprüfen, die vor meiner Ankunft erzielt worden sind. Ich bin mir sicher, mit eurer Hilfe waren es viele. Und in diesem Sinne, bereit, wenn ihr es seid, Commander. Erst ihr und jetzt Malgus. Dieser Planet ist zu einem echten Treffpunkt für galaktische Größen geworden. Hätte ich lieber mal meine Prunkrüstung angezogen. Wusstet ihr, dass Malgus am Leben ist? Nein. Es gab immer irgendwelche Gerüchte. Aber ich habe die nie ernst genommen. Es hieß, er wäre der neue Zorn des Imperators. Ein Monster, das im Schatten lebt und alle Verräter und Feiglinge tötet. Also putzt eure Zähne und esst immer euer Gemüse. Solches Gerede. Es hat wohl doch gestimmt. Danke übrigens, dass ihr das Lager nicht auseinandergenommen habt. Was meint ihr damit? Ich meine, als Malgus aufgekreuzt ist. 2 mächtige Sith, die es gewohnt sind, das Kommando zu haben. Oft geht so etwas nicht gut aus. Ich meine, seht euch an, was mit Malora passiert ist. Kompromisse liegen den Sith nicht. Das kann ich nicht sagen. Aber es hat den Truppen viel bedeutet, dass ihr zusammengearbeitet habt, um den Job zu erledigen. Farbe an Nest. Verdunklung abgeschlossen. Ihr Nest. Verstanden. Achtung, wir haben feindliche Truppen in eurer Nähe geortet. Sie versuchen womöglich, die Störer zu deaktivieren. Gut, dass ihr hinter mir steht. Rabe an Nest, wir kümmern uns darum. Rabe, Ende. Elektronetze! Wir müssen in Bewegung bleiben, sonst erwischen sie uns und verbrennen uns zu einem Haufen Asche. Er führt Zielberechnungen durch. Stoppt ihn oder wir ertrinken gleich in Raketen.
aus, als könntet ihr ihre Sensoren von dort aus abschalten. Ich werde eine kurze Suche durchführen. Probiert doch in der Zwischenzeit eine Kopie ihrer Farmdaten zu finden. Daten empfangen. Das wird einen riesigen Unterschied für die Bevölkerung in der gesamten Republik machen. Großartige Arbeit. Sind wir bereit? Rabe an Nest. Der Job ist erledigt. Der Feind tappt im Dunkeln. Ausgezeichnet. Alle Einheiten sind vorbereitet. Wir haben den Großteil der Jedi zu einer alten Bibliothek zurückverfolgt. Das ist unser Ziel. Koordinaten empfangen. Wir treffen euch dort. Für das Imperium. Die Bibliothek. Der einzige Grund, warum ich diese erbärmliche Aufgabe angenommen habe. Ihr habt überlebt. Ich hätte es nie in den Rat der Sith geschafft, wenn ein kleiner Stoß reichen würde, um mich zu töten. Was ist so besonders an dieser Bibliothek? Wissen. Forschungen und Dokumente zu längst vergessenen Techniken, die sowohl von den Jedi als auch von den Sith stammen. Keine Sorge, ich werde euch nicht im Weg stehen. Erfüllt die Mission. In den Überresten werde ich schon finden, was ich suche. Komm mit uns zurück. Wir können das zusammen beenden. Wenn Malgus mich des Kommandos entheben konnte, ist meine Zeit als Mitglied im Rat der Sith vorbei. Ich werde nicht zurückkehren. Ich bin überrascht, dass ihr überhaupt fragt. Meine Allianz könnte euer Wissen gebrauchen. Ich denke, ihr und Dr. Ogorop würdet euch gut verstehen. Ein interessantes Angebot. Unerwartet, aber interessant. Ich werde es in Betracht ziehen. Macht mit eurer Arbeit weiter. Aber eines solltet ihr nicht vergessen. Als Asina Malgus wieder zusammensetzte, nahm sie ihn auch an die Leine. Wovron mag die Leine jetzt halten. Aber er ist nicht der Einzige, der daran ziehen kann. Was für eine seltsame Frau. Hattet ihr Glück mit den Farmdaten? Nein. Wenn es Aufzeichnungen gibt, sind sie nicht hier. Verdammt. Damit hätten wir eine Menge Soldaten versorgen können. Okay. Es wird Zeit, die Bibliothek ins Visier zu nehmen. Reiseroute bestätigt. Commander, Major Anri. Wie sieht der Plan aus? Kein Plan, ein Vorschlag. Ihr seid nach Ossus gekommen, um uns bei unserer Mission zu helfen. Während die Galaxis in den Krieg zieht, kämpft ihr dafür, dass unser Imperium über seine alten Feinde triumphiert. Zusammen können wir den ersten Schlag in dieser Schlacht liefern. Wir werden den Anführer dieser Jedi, Nostural, finden und ihn besiegen. Wir werden der Galaxis zeigen, dass kein Jedi gegen unsere gemeinsame Stärke bestehen kann, so wie die Republik nicht gegen die vereinte Macht des Imperiums und eure Allianz bestehen kann. Ich werde euch helfen, die Jedi zu besiegen. Aber ich werde euch nicht helfen, jeden einzelnen von ihnen abzuschlachten. Ihr könnt kämpfen, wie ihr wollt, aber ich werde keine Gnade zeigen. Major, nehmt den Rest der Truppen und durchkämmt das Gebäude. Beseitigt alle, die sich euch widersetzen. Wir werden dasselbe tun.
Jedi-Meister Nostual. Darth Malgus. Gesund und munter. Das erklärt den plötzlichen Wechsel zu aggressiveren Taktiken. Und ihr müsst der Kommandant der Allianz sein. Vernichter des Sith-Imperators. Eine Geschichte, die ich gerne dokumentiert hätte. Ein Jammer, dass zwei so einflussreiche Anführer ihr Potenzial damit verschwenden, hierher zu reisen, um ein paar verstaubte Bücher zu verbrennen und einen alten Mann zu töten. Wir sind hier, um alle Jedi auszumerzen. Habt ihr ihre Schreie nicht gehört? Nur die Schwachen wählen die Angst als Waffe. Lasst uns herausfinden, ob ihr euren Legenden gerecht werden könnt. So soll es sein, Jedi. Fangen wir an. Nostural ist ein Meister der Geistestricks. Lasst euch von ihm nicht täuschen. Die Macht der dunklen Seite ist eine Lüge. Das sind Illusionen. Nichts weiter. Unsere Geschichte ist noch nicht vorbei. Mehr zu tun. Das sind Illusionen. Nichts weiter. Auken Darach. Ben Salo. Darth Zesh. Darth Tanaton. Tenebrae. Es sieht so aus, als würde ich meinem Schicksal in bester Gesellschaft entgegensehen. Wenn es nach mir gehen würde, wäre diese Bibliothek euer Grab, Jedi. Aber euer Schicksal liegt in den Händen meiner Begleitung. Dieser Jedi weiß alles, was es über unsere Feinde zu wissen gibt. Lebend ist er viel wertvoller. Sehr klug. Er wird uns auf eine Weise aufklären, die er sich nie hätte vorstellen können. Bringt ihn weg. Die anderen überlebenden Truppen sollen sich draußen versammeln. Sofort, mein Lord. Sie greifen das Lager an. Major, alle Truppen sofort zum Lager zurückkehren. Thank you.
unsere Verluste, Major? Übel. Sehr übel, mein Sith Lord. Zu viele, um zu zählen. Ganz zu schweigen von der Ausrüstung, den Vorräten, unseren Geleitjägern. Es wird schwer sein, diese Position zu halten. Dann werden diese Truppen ihre Zähigkeit beweisen. Wir haben heute einen großen Sieg errungen. Und man wird uns nicht so schnell von dieser Welt vertreiben. Major, seht zu, dass Nostural zum Gefangenenlager im weichen Raumdock transportiert wird. Ei, mein Lord. Commander, vielen Dank für alles. Es war mir eine große Ehre. Wenn ihr nochmal meine Hilfe brauchen solltet, ich stehe euch voll und ganz zu Diensten. Vielleicht komme ich darauf zurück. Lebt wohl. Mein Lord, eine eingehende Nachricht von Imperator Wovron. Malgus, wie entzückend. Stimmt es, dass ihr einen besonderen neuen Gast für unsere Befrager habt? Das ist richtig, Imperator. Nostural, ein Jedi-Meister und Experte für das Personal und Operationen der Republik, ist jetzt unser Gefangener. Wunderbar. Ich hoffe, dass ich die Gelegenheit haben werde, selbst mit ihm zu sprechen. Aber es gibt noch etwas anderes, auf das ich ebenso gehofft habe. Farmen. Nicht so faszinierend wie unsere ewigen Feinde, aber ein entscheidendes Element für jede Kriegslogistik. Soldaten müssen schließlich ernährt werden. Anscheinend hatten die Jedi weitläufige Farmen auf Ossus, einer Welt, auf der jeglicher Anbau unmöglich sein sollte. Wie konnten sie dieses Wunder erreichen? Leider habt ihr die Antwort nicht gefunden. Wir werden nie erfahren, wie viel energischer unsere Soldaten hätten kämpfen können, wenn sie immer volle Bäuche gehabt hätten. Und was ist mit den übrigen Jedi, Imperator? Sie rennen wie die Hasen, aber die Flotte hat sie entdeckt. Wir fangen alle ab, die wir können, und lassen eine repräsentative Streitkraft auf Ossus zurück, um alle künftigen Eindringlinge abzuwehren. Was euch angeht, lieber Malgus, ist die Mission vorbei. Kehrt sofort zurück. Wir haben einige Vorbereitungen zu treffen. Also dann, Commander, es ist mir ein Vergnügen, endlich von Angesicht zu Angesicht mit euch zu sprechen. Das Sith-Imperium schuldet euch und eurer Allianz großen Dank. Wir haben gerade erst diesen neuen Krieg mit der Republik begonnen. Aber eines Tages, wenn unser endgültiger Triumph kommt, werdet ihr den Angriff führen. Lebt wohl. Ich muss mich auf meine sofortige Abreise vorbereiten. Ich verstehe nicht, warum ihr jemandem wie Wovron die Treue schwören würdet. Ihr solltet hoffen, dass ihr es niemals verstehen werdet. Heute haben wir einen Krieg begonnen. Einen, den ich bereits zweimal geführt habe. Zweimal hat unser Imperium die Galaxis in Brand gesetzt. Zweimal haben wir versucht, die Heuchelei und Schwäche der Republik und der Jedi zu beseitigen. Zweimal haben wir versagt. Wir dürfen nicht wieder versagen, Commander. Denn es gibt nur noch wenig Zunder, um unsere Flammen weiter zu nähren. Lebt wohl.